Schau selber, dass man in Thailand bei einem Vorfall oft auf seinen Kosten sitzen bleibt, auch wenn man das Unglück oder den Vorfall nicht verschuldet. Ich glaube, das wissen wir ja mittlerweile. Da gibt es schon tausende von Berichten in den sozialen Medien und das habe ich ja auch schon gesagt. Wir haben jetzt selber einen Fall hier auf dem Grundstück, werde ich euch gleich zeigen, wo es eben auch darum geht, dass es Schaden gab. Schaden nicht durch uns verursacht, sondern durch eine Drittperson. Und was die Behörden dazu sagen, werde ich euch jetzt erzählen. Ja, um was geht es? Wir hatten letzte Nacht ein bisschen heftigen Regen und eigentlich ist jetzt Dry Season, also es war ein kleines Unwetter. Und das hat dazu geführt, dass hier drüben, da auf die Seite, dass man es besser sieht, der Baum vom Nachbarn also, ja, was heißt der Baum? Ein größerer Ast ist abgebrochen. Oh nee, der ist auch komplett zerstört da. Das schöne Bäumlein, also fast ist alles zur Sau. Das ist echt nervig. Ja, auf jeden Fall ist da oben der Ast abgebrochen. Also der wurde nicht abgesägt, das sieht man ganz klar, der ist abgebrochen. Und halt da ein größeres Stück Baum aufs Grundstück bzw. hier auf die Mauer gefallen ist. Ja, ein bisschen Schaden gegeben an der Mauer, sehe ich jetzt da vorne. Und die Mauer wird auch regelrecht runtergedrückt vom Gewicht. Der muss so schnell wie möglich weg. Und wir haben natürlich auch die Behörden informiert, vor allem hier im Dorf. Und gefragt, ob sie uns die Personalien bekannt geben können vom Nachbarn. Und das ist genau das Problem. Keiner weiß so genau, wo der Nachbar steckt. Ja, ist ein bisschen unbefriedigend, das Ganze. Klar, wir sind in Thailand. Ich weiß, wie der Hase hier läuft, bin ja auch schon 10 Jahre da. Aber in Europa ist halt einfach so, derjenige, der das Grundstück besitzt, der ist verantwortlich für Schäden bei einem anderen, wenn zum Beispiel ein Baum von seinem Grundstück einstürzt. Aber dass hier ja fast niemand eine Versicherung hat, das wissen ja alle, also das wissen wir ja. Aber dass die Behörden nicht mal wissen, wo sich die Personen aufhalten, beziehungsweise ja, halt einfach nicht mal irgendjemand zur Verfügung steht, der zuständig ist für die Bewältigung von Schäden, da hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Und die Antwort war halt jetzt, ja, ihr müsst selber schauen, oder? Also ich meine, klar, die Mauer ist jetzt nicht arg beschädigt und die Beseitigung des Baumes, die wird auch niemand bezahlen, da muss ich selber schauen. Ich habe jetzt mit den Nachbarn geschaut, die kommen ja im Laufe dieser Woche zur Hilfe und dann werden wir da gemeinsam mit einer Motorsäge den Baum auseinanderschneiden und dann drüben aufs Grundstück schmeißen. Ja, der Witz an der ganzen Sache ist, wir haben natürlich den Vertreter der Behörde, der hier bei uns war, auch gefragt, ja, wie das jetzt ausschaut. Ich meine, da die ganzen Bäume vom Nachbarn überall, die wachsen zu uns rüber und was wir da machen können, oder? Und ja, einfach so, die Bäume und die Büsche entfernen dürfen wir auch nicht, das ist ja klar. Ich meine, ist der Besitz des Nachbarn, da könnte, wenn er dann irgendwann in ein paar Lichtjahre hier erscheint, könnte er uns da noch anzeigen. Aber hankerum interessiert es kein Mensch, wenn das Zeugs vom Nachbarn hier ja, rüberwächst oder Schaden verursacht. Ja, ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier jemanden beauftragen kann, vielleicht dann auch meinen Gärtner mal wieder mit der Motorsäge außerhalb der Mauer vorbeizulaufen und einfach alles abzuschneiden, das sei möglich. Also man darf die Bäume zurückschneiden, hat man mir gesagt, aber man darf sie nicht zerstören. Und komischerweise haben sie sogar gesagt, dieser Baum hier darf ich da zurückschneiden, zack, zack.
Aber das mache ich nicht. Also, es ist erstens nicht meine Angelegenheit. Ich bezahle doch nicht dem Nachbarn hier einen Baumschnitt, den, ja, um den er sich eigentlich kümmern muss. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass der Baum da noch stabil genug ist und nicht die nächsten paar Wochen oder Monate dann auf das Grundstück fällt. Gut, vielleicht ist es ja bis dann schon verkauft, das Grundstück da drüben, und man weiß, wem es gehört. Ja, es sind immer lustige Stories, wenn du so Zeugs hast. Ich meine, es wird einem ja nie langweilig in Thailand. Ich glaube, dass die Erfahrung haben schon sehr viele gemacht, aber es ist halt einfach nervig. Oder wenn du halt permanent nur immer Schaden oder Schäden bewältigst, für die du eigentlich gar nichts kannst. Und deshalb sagen ja auch viele, unter anderem auch ich, wenn du in Thailand leben willst, dann miete am besten was, dann hast du die wenigsten Sorgen. Und die halt auch immer behaupten, ja, wenn du mal Land hast und ein Haus, dann kommen die Lebenshaltungskosten massiv runter. Das finde ich, trifft nicht auf Thailand zu. In Europa mag das vielleicht sein, ich weiß es nicht so genau, ich habe in Europa nie ein Haus oder eine Wohnung besitzt. Besitzt, sagt man besitzt? Ja, wie auch immer. Besessen, sagt man. Und in Thailand stelle ich fest, dass meine Ausgaben mit einem Haus und Land wesentlich höher sind, als wenn ich miete. Weil man halt hier einfach wirklich für sehr, sehr wenig Geld, ich spreche da von 300 Euro im Monat, kannst hier eine Wohnung mieten mit Gemeinschaftspool, mit Gemeinschaftsfitness, mit Securities, sogar noch einen Parkplatz und das Ganze auch noch in Strandnähe. Also ist schon wesentlich besser, als hier ein Grundstück zu bewirtschaften und immer den Problemen nachzurennen. Jedoch gibt das hier natürlich auch eine gewisse Freiheit, eine gewisse Ruhe hier. Also es hat auch sehr, sehr viele positive Aspekte. Und auch in ein paar Jahren dann, wenn hier das ganze Obst und alles ready ist, dann ja, wird mich der Garten auch füttern. Aber, wie gesagt, es gibt auch immer viel zu tun und auch ab und an dann auch etwas Ärger. Aber was ich auch noch interessant finde, meine Frau ist ja Thailänderin und auch sie lernt massiv dazu mit solchen oder durch solche Vorfälle, weil sie hätte auch gedacht, dass man da halt die zuständigen Behörden informieren kann und man dann auch die Hilfe bekommt. Zum Beispiel das Schlangen, die Schlangenvorfälle. Wenn du eine Schlange auf dem Grundstück hast, du kannst Polizei anrufen oder Feuerwehr und die kommen vorbei und beseitigen die Schlange kostenlos. Jedoch hier bei so einem Stück Baum, was ja schlussendlich noch Holz ist, daran habe ich natürlich auch gedacht, irgendjemanden zu kontaktieren, der hier vorbeikommt, den Baum zurückschneidet und dann halt das Holz verkaufen kann oder verwerten kann. Ich meine, Holz ist in Thailand nicht günstig und irgendeiner wird da sicher einen Nutzen haben. Aber du musst natürlich auch zuerst mal einen finden, der Bock hat, hierher zu kommen und das Holz, also den Baum, auseinanderzusägen und dann das Holz mitzunehmen. Da gibt es sicher Tausende von Menschen, die das möchten, die genau auf so eine Möglichkeit warten, um ein bisschen was in die Tasche zu bekommen durch den Verkauf vom Holz. Aber find die mal. Oder? Und jetzt mal schauen, ob ich da noch jemand finde. Und sonst machen wir es dann halt mit den Nachbarn und schmeißen alles über die Mauer wieder zurück zu dem Nachbarn da hinten. Ja, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Amazing Thailand.